Yo, was geht ab? Herzlich willkommen. Ohne deine Videos kann ich nicht leben. Warum kommen keine Videos? Ich bin doch seit 4 Tagen so am Durchziehen wie noch nie. Jeden Tag verliert man hier ein paar Gehirnzellen. Was willst du denn noch mehr von mir? Nur Dreck am Stecken. Das ist echt ein ekelhafter Move. Aber selber schuld. Wieso zieht man auch seine Schuhe in der Bahn aus? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the... Was für No Pee August. Man schafft doch niemals 30 Tage lang nicht auf Klo zu gehen und Wasser zu lassen. Tag 1 und wie es aussieht, ist noch alles okay. Aber gut, so ein Tag auf Toilette gehen, das schafft man auch. Holy shit. Der Bre kämpft gerade gegen seine inneren Dämonen. Danach kam tatsächlich auch kein Video mehr. Ich glaube, er hat an Tag 2 verkackt. Egal, vielleicht wird's nächstes Jahr was. Der Typ aus dem nächsten Video bin original ich an meinem ersten Probearbeitstag, wo der Chef noch vorher gesagt hat, aber du musst dich heute echt anstrengen. Vielleicht bekommst du dann den Job. Bruh. Oh nein, er hatte doch nur diese eine Aufgabe. Bruder, der Arme hat das voll ins Gesicht bekommen. Der kündigt doch danach selber. Auf Arbeiten, ich chill lieber zu Hause, so gebe ich mir nicht. Bruder, wie das in sein Gesicht gesplasht ist. Wer kommt auf so eine Idee bitte? Wer steht frühs auf und beschließt, yep, heute mache ich mir mit so einer Sturmhaube hinten einen neuen Cut rein? Hä? Ich dachte, das sieht jetzt wenigstens ein bisschen cool aus. Was ist das? Was hast du gemacht? Das ist echt schlecht. Also da gibt's echt 1000 andere geile Frisuren, zwischen denen du die Auswahl hattest. Zum Beispiel ein Edgar. Und nein, nein, nicht dieser Edgar. Ich meine diesen Edgar hier. Yo, Bro, was machen wir? Edgar Cut mit Taper Fade. Ihr seid von Deutschland gekommen? Ja, von Karlsruhe. Ja. Wie lange seid ihr gefahren? 3 Stunden. Welcher normale Mensch fährt 3 Stunden zum Friseur? Ich gehe einfach hier zum nächsten, der um die Ecke ist. Was machen wir bei dir? Bei mir ein Mid-Taper und ein bisschen Struktur reinschneiden. Okay, machen wir. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hinfahrt 3 Stunden und Rückfahrt 1,5 Stunden wegen aerodynamischen Heckspoiler, Razor Blader Uppercut 360 Fader Spoiler. Bruder, kennst du diese Rennradhelme? Der Bruder hat einen Heckspoiler hinten. Er hat halt wirklich einen Heckspoiler. Jeder Tag ohne Edgar ist ein guter Tag. Das sehe ich genauso. Aber ey, wenn es den Leuten gefällt, sollen die doch Edgar rocken. Aber ich würde tatsächlich höchstens nur diesen Edgar hier rocken. Yo, oha. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Also kann auch sein, dass das Video fake ist, aber kann auch schon gut möglich sein. Vielleicht wiegt sie einfach wenig oder so. Am besten testet das mal irgendjemand. Oh, perfekt. Wir haben auch schon unsere Freiwillige gefunden. Oh Mann, war das scheiße. Aber was ist das auch für ein Stück Alefolie da? Das sieht doch jeder direkt, der eine Kuh über 50 hat, dass das niemals klappen wird. My guy went. Oh, ich verliere. Boah. Die Rutsche hat aus dem Typen einfach kurz ein Tier gemacht. Was war euer Favorit? Also ich muss sagen, dass der T-Rex am Anfang, der war schon ziemlich authentisch. Aber das Hühnchen war, glaube ich, mein Highlight. Als ob er das nicht merkt. Wenn mir jemand mitten im Schlaf auf die Augen was zeichnet, ich würde aufspringen mit Karate-Kick. Aber gut, wir wissen ja auch nicht, was der Typ in der Nacht davor gemacht hat. Adi oder Kind, geht da Pampa.
Was ist das für ein Prank? Junge, wie gruselig sieht das aus? Stellt euch mal vor, ihr seid eine Frau, die am Morgen neben ihm aufwacht und der Typ ist halt am Pennen, aber schaut dann trotzdem so. Ich wäre verstört fürs ganze Leben. Tour of my room, part 5 or 6, I believe. Let's quickly recap. This is my keyboard wall. My other keyboard wall. Was ist das für eine Einrichtung? Warum ist da alles voll mit so alten Tastaturen? Und warum sind da solche Musik-Keyboards mit so goofy Designs? Oh my God! This is my ocean-themed bedroom area. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist noch okay. Ist bestimmt auch chillig, so da drin zu liegen. I have my horse sheets on right now, so it's kind of giving Mojo Dojo Casa. Ja gut, die Bettwäsche. Bitte keine Pferde. House, also that's my cat Stevie. This is my office area with my worm wall. Wie kommt man auf so eine Idee? Office area. Wie soll man sich konzentrieren, wenn man vor so einer Wand mit Würmern sitzt? Oh. And then this is my picture frame collection. It's all pictures of nail clippers, except Walter White. Diese Frau lebt wirklich einen Fiebertraum. Und was macht Walter White jetzt zwischen all diesen Nagelclipsern? And it's to match my calendar. Geiler Kalender. Yo, welcher Tag ist eigentlich heute? Heute ist der 5. Nagelclipser. And then this is my carousel nail clipper music box that opens and closes and is full of nail clippers. Nein, nein, nein. Sag mir nicht, die Nagelclipser haben ein eigenes Karussell. Nagelclipser haben keine Gefühle. Wieso fahren die dort alle mit dem Karussell? And then this is my inside dirt. It's just dirt that I have inside to play with. And then in the middle of it, I have this candy machine that I thrifted. I didn't want to fill it with candy, so I filled it with a bunch of tiny images of Jimmy Neutron's dad. Ja, okay. Die Candy Maschine ist random, aber cool. That's the one I got. There's a bunch in there, so you can collect them all. And then if you want to play in the dirt, and you get to the bottom. All right, I can't exactly clear out the whole thing, but there's one spot. But yeah, those are some of the Hughes, aka Jimmy Neutron's dad. Welcher normale Mensch würde das tun? Diese Frau hat die absolute Psychose. Wer will sowas in seinem Zimmer haben? Wer will echte Erde zum Spielen haben? Das macht echt alles gar keinen Sinn. Ich gebe der Einrichtung aber trotzdem eine 5 von 10 Punkten wegen Kreativität. 15 minus 8. Das jetzt ganz einfach. Wer es nicht kann, ist ein Lutscher. Chill, Bro. Aber ich kann es auf jeden Fall. 15 minus 8, das sind 7. Kein Lutscher. Guck, zum Beispiel 5 minus 8 fangen wir hier an, bei klein. 5 minus 8 geht nicht, weil 8 ist größer als 5. Das heißt, wir leihen was von 10er, dann ist es 15. Ganz einfach. Jetzt alles hier rüber schreiben. Es ist ganz einfach geworden, weil wir was habe ich jetzt gemacht? Der Arme hat sich gerade selber ins Aus katapultiert. Wer es nicht kann, ist ein Lutscher. Guck. Du hast wirklich einen NASA-Code da draus gemacht. Wer rechnet auf so eine Aufgabe mit diesen komischen Strichrechnungsdings? Er hat am Ende wirklich alle seine Mathekenntnisse verloren. Ich wette, seine Arbeiten in der Schule sahen auch immer so aus. Bruder, wie oft hast du reingeschissen? Bei 3 plus 2, das ist der einfachste Sch*t der Welt. Der hat einfach die komplette Wegmachmaus in 5 Minuten gekillt. Es tut mir echt leid, aber du wirst niemals die Schule schaffen. Viel Spaß als Müllfahrer. Und wenn du, der dieses Video guckst, nicht als Müllfahrer enden willst, dann like das Video. Denn jeder, der das Video liked, wird später mal reich. Danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.